Naughty Dog. Blue Point Games. Ja, und damit herzlich willkommen hier zurück zu Contra. Heute starten wir mit einer meiner absoluten Lieblingsreihen, die endlich auf diesen Kanal kommen muss. Nämlich das Uncharted-Franchise. Es ist in den Gerüchten, dass der erste Teil eine Überarbeitung bekommt, beziehungsweise der zweite, ich weiß nicht, was in den Gerüchten war. Jedenfalls dachte ich, bevor das eventuell tatsächlich passiert, nehmen wir uns heute mal Uncharted vor. Und zwar beginnen wir mit dem ersten Teil, Uncharted Drakes Schicksal. Das Spiel ist 2007 für die PS3 erschienen und hat, hat Naughty Dog in viele Herzen der Fans rein katapultiert. Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich freue mich darauf, das jetzt mit euch zusammen spielen zu können, sogar in altbekannter Let's Play-Manier und nicht als Stream. Und genau, ich versuche regelmäßig die Folgen zu bringen, was ich aber nicht garantieren kann. Deswegen einfach mal abonnieren, damit das nicht verpasst. Alles klar. Wir starten mit Uncharted 1. Ich hatte sogar mal angefangen, wie ihr seht, das für euch aufzunehmen. Ich habe es natürlich schon mal durchgespielt, das ist klar. Aber das ist hier halt mein zweiter Durchlauf, den ich angefangen habe aufzunehmen, wo ich dann aber nicht zukam, deswegen abgebrochen habe. Aber scheißegal, wir legen jetzt los mit dem ersten Teil. Die Bodenschätze? Nein. Wir machen eine normale Kampagne auf normal. Los geht's. There must be a beginning of any great matter, but the continuing until the end, until it be fully finished, yields the true glory. Sir Francis Drake. Wir befinden uns hier vor der Küste Panamas und haben vermutlich soeben den Sarg des Entdeckers Sir Francis Drake geborgen, der vor über 400 Jahren im Meer bestattet wurde. Haben Sie denn überhaupt keine Skrupel, die Gebeine Ihres Vorfahren zu schänden? Schänden ist kein schönes Wort. Ach, scheiß drauf. Und überhaupt, Sie glauben mir doch nicht. Naja, ich hab mich informiert. Und soweit ich herausgefunden habe, hatte Francis Drake keine Kinder. Auch Historiker liegen mal falsch. Zum Beispiel kann man einen leeren Sarg nicht schänden. Zur Hölle. So ein Teufel. Was ist das? Los, zeigen Sie mal. Nein, was soll das? Der Deal war für den Sarg, mehr nicht. Warten Sie mal, wenn mein Sender diese Expedition nicht bezahlt hätte, dann... Sie haben Ihre Story, Lady. Mr. Drake, wir haben einen Vertrag abgeschlossen. Ich habe das Recht, alles zu sehen, was wir... Halten Sie mal die Luft an. Wieso? Sally, was ist los? Wir haben ein Problem. Beeil dich. Hey, warten Sie. Was ist hier los? Piraten. Piraten? Ja. Und die Jungs machen keine Gefangenen. Naja, keine männlichen. Was reden Sie denn da? Sollten wir nicht die Marine zur Hilfe rufen? Tolle Idee, nur haben wir leider keine Genehmigung, um hier zu suchen. Was? Ja, wenn Sie also in Panama nicht im Knast landen wollen, sollten wir uns selbst darum kümmern. Ach, kriegen wir hin, halb so wild.
Sie waren offensichtlich noch nie in Panama im Knast. Können Sie damit umgehen? Klar, wie mit einer Kamera. Man hält einfach drauf und drückt ab. Sehr gut. Los geht's. Na dann, lass das schon schief gehen. Wir haben die uns hier draußen gefunden. Ach, die Kapitel 1, Überfall. Ich dachte schon, sie wären weg. Was haben sie diesen Kerl getan? Na, das ist eine lange Geschichte. Boah, ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Boah, ich bin noch vorher an die GTA-Steuerung gewöhnt, wo es automatisch draufzieht. Ich muss mich echt hier wieder erstmal eingrooven, aber dafür ist das hier ja da. Wow, okay. Ja. Sie kommen an Bord! Oh nein, ihr Miesen! Wollen Sie was fallen lassen? Ja. Munition! Ey, das war ein Headshot. Stirb gefälligst. Eine Brachial-Kombo. Ja, wir sehen da Nahkampf, aber wieso sollten wir das machen, ne? Verdammt. Okay, das war scheiße. Sally, wo bist du? Jetzt wirst du bezahlen. Das tut morgen weh. Boom. Oh, die lassen da mehr Munition fallen. Das wusste ich nicht. Hallo, das ist mein Schiff. Also nicht mein Schiff, aber... Ja doch, nee. Naja. Oh, wow, wow. Uff, scheiße. Ach, meinst du? Hab ich gar nicht gemerkt. Das kam unerwartet. Müssen wir alles nochmal von vorne machen, oder? Ja, nee, müssen wir nicht. Alter. Okay. Was ist das? Sally! Nein, Sally! Oh, kommen Sie wieder. Meine Kaution kriege ich dann wohl nicht zurück. Nein. Oh Mann, Alter, Drakey. Die Kavallerie kommt. Oh, Gott sei Dank. Oh, Sally, ey. Nein. Ach, das übernimmt die Versicherung. Ganz sicher. Sally! Keine 5 Minuten alleine lassen, was? Eigentlich lief's ganz gut, bis das Boot in die Luft geflogen ist. Alles klar? Ach, eine Therapie wird schon richten. Na, wenn das mal nicht die hübsche, begabte Elena Fischer ist. Oh, dafür kommen Sie in den Bericht? Ach, ich wirke lieber hinter den Kulissen. Victor Sullivan. Oh. Ach, das gibt's doch nicht. Ein Charmeur. Wie wär's mit abhauen, bevor es hier noch mehr Ärger gibt? Und? Ein kleines Geschenk von Sir Francis. Aha, ihr habt den Sarg gefunden. Natürlich. Warte mal, ist das das, was ich denke? Drakes Tagebuch. Ich hatte doch recht. Sein Tod war vorgetäuscht. Er muss große Pläne gehabt haben. Ja, aber das behalten wir lieber mal für uns. Danke fürs Ausleihen, Mr. Drake. Ein Blick ins Tagebuch hätte ich mir verdient, finde ich. Star Wars Übergänge hier. Kreuzte, hat er die Spanier total überrumpelt. Er kaperte ihre Schiffe und alle Karten, Briefe, Tagebücher und notierte alles hier drin. Mhm, genau, bei seiner Rückkehr nach England beschlagnahmte die Krone all seine Karten und Logbücher.
auch das hier. Und verpflichtete die Besatzung zum Schweigen. Ja, und das... Verstehst du, Drake hat damals etwas entdeckt, Sully. Etwas so Geheimes und so Kostbares, dass es keinesfalls rauskommen durfte. Ja, schon gut, Nate. Tu mal einen Moment so, als wäre mir dieser Quatsch egal und komm auf den Punkt, okay? Ja. Kommst du eigentlich immer gleich zur Sache? Da stehen die Frauen bestimmt total drauf. Hat sich ja, voll. Beschwert. Bitte, wenn du willst, dann kommt jetzt der gute Teil. Nur für dich. Eldorado. Na? Das echte Eldorado. Er hatte wirklich große Pläne. Steht da sonst noch was? Ah, auf einmal interessiert's dich, was? Ja. Yeah. Aber leider nein. Die letzte Seite fehlt. Ja. Natürlich. Ich sag's dir, Sully. Das ist es. Endlich haben wir. Das wär's ja langweilig. Ja. Aber wir haben da ein kleines Problem. Ja, das sage ich doch. Explodiert. Versenkt. Aber dafür gibt's ja Versicherungen, stimmt's? Oh. Oh nein, die Kamera... Nein, die Kamera ist ganz. Mach dir um die keine Sorgen. Praktisch wie neu. Sully, das Mädel ist knallhart. Du hättest sie sehen sollen. Toll, dann geh doch und sag ihr, dass wir die goldene Stadt gefunden haben. Vielleicht bringen sie es heute Abend noch im Fernsehen. Ach, komm schon. Nate, vertraust du mir? Mehr oder weniger? Gut, denn bald ist jeder Kleinkriminelle der Welt hinter diesem Schatz her. Wir müssen sie loswerden. Sofort. Du bist ein echter Gentleman, Sully. Ich weiß. Ist mies. Sie wird's überstehen. Nein, das ist... Unser Budget interessiert mich nicht. Ich meine, ist dir klar, dass das die größte Story des Jahres wird? Hi. Nein, ich trau ihn nicht, okay? Darum müssen wir uns beeilen. Schick mir einfach das... Ach, hast du eine Ahnung. Sprich dir das... echt wissen müssen. Kapitel 2. Die Suche nach Eldorado. Oh, warte. Langsam, Kleiner. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Für die kleine Kellnerin in Lima hat's aber gereicht, was? Das ist was anderes. Ach. Aber ich geb's so. Weniger anstrengend war's nicht. Na, du hast es gleich geschafft. Wir sind fast da, alter Mann. Da fällt mir was ein. Hab ich dir mal erzählt, wie ich Pablo Escobar ein gefälschtes Bild aus dem 16. Jahrhundert vertickt hab? Riskant, klar. Aber als er es rauskriegte, war ich schon... Einfach ein Profi. Hey, hörst du mir eigentlich zu? Nee. Ich lausche gebannt. Ach, du Undankbarer. Wieso ich mich hier umgucke? Es gibt nämlich, glaube ich, 60 Schätze? Auf jeden Fall extrem viele und, ich habe nicht mal annähernd irgendwie alle in meinen Spieldurchläufen gefunden. Deswegen würde ich mich freuen, wenn wir hier wenigstens ein paar finden. Das wäre cool. Jedenfalls starten wir mit dem Abenteuer. Ich freue mich extrem drauf. Uncharted ist eine der absolut besten Reihen. Der erste Teil hat natürlich noch die altbekannten Kindheitsschwächen, ne? Man muss herausfinden, was ist diese Reihe, was macht sie besonders, und das kann man ja gar nicht mit dem ersten Teil erledigen. Aber trotzdem ist das hier wirklich ein schöner und guter Teil. Genau. Ist hier oben nichts? Bin ja ein bisschen enttäuscht. Naja. Gucken wir weiter. Meinst finden du, wir Eldorado. Dass Francis Drake auch hier war? England ist ganz schön weit weg. Naja, wieso soll es sonst in deinem Tagebuch stehen, hä? Vielleicht hat das ausgerechnet. Und? Ich kapier's nicht. Das Ding sagt, hier ist die markierte Stelle. Vielleicht liest du es falsch ab. Zeig mal her. Nein, wir sind schon richtig. Hier ist nichts, Nate. Hm. Wieder eine Sackgasse. Bleib ruhig, Sully. Ganz locker. Dann sehen wir uns mal um. Naja, wie die goldene Stadt sieht das hier nicht aus. Aber wir gucken uns mal um. Vielleicht finden wir ja was.
Von einem erhöhten Punkt aus sehen wir genauso wenig. Mann, oh, da findet man leicht eine Nonne im Bordell. Hast du Erfahrungen? Guck mal, das sieht doch hier schon vertrauenserweckend aus. Na, das sieht doch gut aus. Wer hat das wohl gebaut? Wir gucken uns natürlich unten. Nein, das ist noch älter. 2000 Jahre älter. Wer war denn das dann? Die Queen. Ach da. Woo. Was gefunden? Bis jetzt nicht. Nee. Steine und Felsen und Blätter und Steine und... Pass auf da oben! Ach, ist ja noch alles intakt hier, ne? Ist ja nur 2000 Jahre alt. Also. Halb hey, so wild. Irgendwas stimmt hier mit dem Boden nicht. Wo? Ach, da. Und wir haben unseren ersten Schatz. Ein Silberaffe mit Edelsteinbesatz. Klingt hohl. Wir müssen das irgendwie einschlagen. Naja, reicht es eventuell, wenn wir draufspringen? Ich denke wohl eher nicht. Ah, okay. Fingen Sie A nach links und drücken Sie X, um von Kante zu Kante zu springen. Machen wir doch. Und dabei noch, machen wir noch UUAA. Das Spiel ist natürlich von den ganz großen inspiriert. Tomb Raider, Indiana Jones, ne? Aber ich glaube, das ist jetzt schon offensichtlich. Boom! Na gut, dass du nicht vorher nachgefragt hast, ob nicht Sully noch da unten ist. Liegt hier sonst noch was? Wir gucken uns noch einmal schnell um. Ich würde wenigstens wirklich versuchen, hier einigermaßen was zu finden. Dass ich jetzt alles finde, sehe ich nicht. Da muss ich irgendwie einen separaten Walkthrough machen mit einem Guide oder so. Aber versuchen kann man es. Hier? Weiß ich nicht. Würde ich jetzt nicht rangehen. Hier brauchen wir wohl die Taschenlampe. Ja, mach mal an. Macht mal an. Oh, oh. Ja. Toll. Tolle Immobilie. Kalt. Weiß ich nicht, wie viel man dafür bezahlt. Ist ja auch kein Makler da. Was für ein nettes Fleckchen Erde. Du hast was anderes erwartet, hm? Ja, wo ist das scheiß Gold? Das Ding ist schon vor langer Zeit geplündert worden. Dieser verdammte Pirat. Nein, das war sicher nicht Drake. Schau dir das mal an. Die Spanier sind ihm wohl zuvorgekommen. Was ist los, Sully? Nate, mir geht es nicht um irgendwelche Eimer. Ich steck bis zum Hals in Schulden. Ich hab mir hier wirklich was erhofft. Ach, schmeiß doch nicht alles sofort in Sand. Zu viele Lokalrunden in Lima, hä? Das und... Ja, ein paar Geschäfte mit den falschen Leuten. Solltest du nicht deine Finger von den bösen Jungs lassen? Und von den bösen Mädels? Ach, und was ist mit dir? Was soll das denn heißen, hä? Die Reporterin. Hab gesehen, wie du sie anhimmelst. Elaine? Ey. Blödsinn. Bei der bin ich unten durch, seitdem wir sie am Dock stehen gelassen haben. In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Und was soll denn da bitte der Unterschied sein? Das, mein Freund, musst du schon selbst rausfinden. Nimmt sich nichts hin. Nichts. Die Spanier haben echt viel Mist dagelassen. Ja. Weiterhelfen tut uns alles nichts. Wollte eigentlich. Okay. Ja, nein, Vorsicht, das war nix. Das ist echt tief. Die Leichte nach. Ein Witz, oder? Die Leichte nach. Ah, R1. Wir müssen da rüberkommen.
Aber wie? Ach, so. Rote Fässer. Sieht gut aus. Rote Fässer immer gut. War hier nicht? Genau. Deswegen habe ich gerade geguckt. Aber es hatte nichts geblinkt, deswegen bin ich da weitergegangen. Aber hier ist ein weiterer Schatz. Und zwar ein Goldring mit Ornamenten. Hier haben sie Herr der Ringe gedreht. Na dann, weiter. Sehr elegant aussehend. Hier geht's weiter. Hier, lass mich mal. Hä? Ich kann das auch. Oh, das sieht doch nach was aus. Versuch du, sie von innen zu blockieren. Mach ich. Okay, lass los. Das müsste halten. Mach schnell, Sally! Oh! Das war mir etwas zu knapp. Ja. Hoffentlich gibt's hier eine Hintertür, was? Ich habe 5 Metallstangen im Körper. Moment, das kenne ich doch. Ich glaube, das kenne ich aus Drakes Tagebuch. Ja? Gucken wir uns mal an. Ja, hier. Das Ding scheint eine Art Lampe oder Leuchter zu sein. Versuch mal, es anzuzünden. Da hast du so oft über die Zigarre gemotzt und jetzt nutzt sie uns, was? Ja, aber die nicht. Und jetzt? Und jetzt? Wir müssen den Schrott irgendwie wegräumen. Ah. Cool. Schön. Elegant. Und jetzt? Das ist eine gute Frage, du. Aber, uff. Ich glaube... Das konnte ich vor 30 Jahren vielleicht. Ja, ich auch. Etwas daneben gegangen. Egal. Wir machen es jetzt langsamer und bedächtiger. Und vernünftiger. Verantwortungsbewusster. Sag mal, haben die keinen Uhu-Kleber benutzt oder was? So, wie bringen wir ihn jetzt hier runter? Wow. Ah, krass. Das wusste ich tatsächlich nicht mehr. Ich habe einfach nur die Fässer gesehen und habe gedacht, ja, versuchen können wir es mal, ne? Stark. Na dann. Sally, zünde mal bitte wieder an. Oh. Na, war keine Falle. Mann, gut. Aber dass sie damals schon einen Mechanismus hatten, wo alleine vom Feuer die Tore auf und zu gehen. Okay. Finden wir noch Eldorado oder irgendetwas? Sieht ja nach einem Rätselraum aus, hä? Was macht man damit? Halt, die Zeichen kenne ich doch. Gucken wir wieder ins Buch.
Die Ordnung dieser Zeichen trägt Bedeutung. Eins, also als erstes irgendwie so ein, weiß ich nicht, was ist das? Ein Viereck mit einem Loch, auch wenn das mehr Ecken hat. Als zweites, ein Engel. Als drittes eine Spinne und als viertes ein Gesicht. Mond. Also als erstes ein Viereck. Hier. Ah, okay. Ich verstehe. Kann es sein, dass wir das schnell machen müssen? Ich glaube. Also ich suche mal kurz die anderen, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Also. Das Viereck. Dann das Engelding, also das hier. Dann die Spinne. Und dann das Gesicht. Alles klar, das müssen wir dann ganz schnell wieder machen. Ich denke mal, es wird auf Zeit sein, weil sonst macht das hier ja nicht wirklich eine Herausforderung. Wir beeilen uns einfach und gucken, was passiert. Also, als erstes ist das Viereck. Hey, da passiert was. Anscheinend auch nicht auf Zeit, okay. Dann das Engelvieh. Das Engelvieh, hallo, genau. Dann die Spinne. Und dann das Gesicht. Ja, guck mal. So intelligent direkt beim ersten Mal gelöst. Profi, einfach nur ein Profi. Und das Gesicht. Was sie damals schon alles für Mechanismen hatten. Ganz schön tief. Meinst du? Ja, anscheinend sind da an der Seite Stufen. Warte mal, ich sehe es mir an. Ja, wir nehmen mal lieber die Stufen. Sei vorsichtig. Wo sind denn die? Hier. Nathan. Ach, Diggi. Nein, du sollst doch an die Stufen. Ja, nee, jetzt war. Genau. Hey, pass gut auf da unten. Immer doch. Ich weiß nicht, ob die Blöcke tatsächlich nach einer Zeit abfallen oder ob das einfach nur so ist, dass wenn man da weg ist, die Blöcke wegfallen. Ich weiß nicht, was ich hiervon halten soll. Nichts Gutes auf jeden Fall. Na egal, ich vertraue ihm mal. Nate wird schon wissen, was er tut. Oder? Okay, das bringt was. Ja, ist hier sonst noch was? Irgendwo hier hinten oder so? Nee, haben eigentlich relativ lange keinen Schatz mehr gefunden dafür, dass hier in dem kurzen Spiel. Du gehst da drin schwimmen. Es gibt Schlimmeres. Ich wollte gerade sagen, was habe ich denn für eine andere Möglichkeit, sag mal. Du spritzt aber, Nathan.
Das ist aber... Jetzt bin ich nass. Nee, sag bloß. Oh, tatsächlich hier. Ein silbernes Lama. Tja, anscheinend gab es die Tiere auch schon vor Fortnite. Na, guck mal einer an. Dann lass uns mal wieder hoch. Was jetzt mit Sully passiert, keiner weiß es. Er wird jetzt elendig da verhungern. Spielende. Geschafft! Ich bin jetzt drüben! Dann kommst du nicht auf! Geh mal ein bisschen weiter weg. Nicht schlecht. Ja. Wir laden nochmal nach. Okay. Ich nehme den hier. Mach mal. Ja, ob ich noch auf das Holz gehen würde, weiß ich ja nicht. 2000 Jahre altes morsches Holz. Sieht sicher aus. Ja, voll. Weil Holz so langlebig ist. Oh mein Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Komm da raus! Bam, bada, badam, bam, bam, bada, bada, badam, bada, bam, 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 bada, badam, bam, bada, bam, 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 bada, bam, bam, bada, bam, 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 bada, bada, bam, 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 oh, sorry. Ich weiß nicht, wieso ich plötzlich das Lied im Kopf hatte. Sieht man einfach, dass es die Crashmacher sind. Sieht das aus, als hätten wir endlich Glück. Das will ich danach auch hoffen. Hallo. Ach. Glück doch immer. Und? Oh, Wahnsinn. Wo ist Eldorado? Sie haben den Tempel drumherum gebaut. Und um was? Eine Statue. Eine Goldstatue. Eine riesen Goldstatue. Schau mal hier, diese Menschen da. Die huldigen dem Ding. Wenn das überhaupt Menschen sind. Na klar. Eldorado, der goldene Mann. Sully, es war keine Stadt aus Gold. Es war das hier. Es war ein Götze aus Gold. Mann, kannst du dir vorstellen, was das Ding heute wert wäre? Schau mal hier, Spuren. Die Spanier haben sie auf Stämmen weggeschleift. Und wir sind leider 400 Jahre zu spät. Und gehen leer. Sieht so aus. Verdammter Mist! Aber irgendwo muss sie ja sein. Außer was? Wir folgen der Spur. Ach, die Statue finden wir doch. Das ist doch ein Klacks. Hier stand sie. Eine riesige Statue. So. Ah, guck mal, was blinkt denn hier? Ist das etwa ein Schatz, ein goldener Inka-Pokal? Wollt ihr nicht einfach die kleinen Schätze verkaufen? Naja, wer bin ich? Wer bin ich schon? Wir sind wieder draußen. Ah, und die hier hören sie auf. Ja, sieht aus, als wäre die Rückwand des Tempels weggesprengt worden. Ja. Die Spanier haben beim Schatztransport eine Abkürzung gebaut. Klasse. Und jetzt? Ja. Na ja, ne? Gehen wir leer aus. Da liegt ein weiterer Schatz. Und was haben wir hier? Eine silberne Schildkröte. Oh. Halt, Sally, hörst du das? So schön. Und das als PS3-Spiel.
So was sieht man nicht jeden Tag. Mein Gott. Oh, Verfahren. Ja. Ach, das passiert mal den besten Kapitän. So, ich hab mal gerade nach der Zeit geguckt. No. Schau sich Anna das an. Ist wohl bei Hochwasser gekommen und dann stecken geblieben. Tja, das kennen wir alle. Schauen wir es uns an, hä? Na, ich weiß nicht recht. Mir ist bei der Sache irgendwie unwohl. Unwohl? Sag bloß, du hast noch nie ein deutsches U-Boot mitten im Dschungel gefunden. Ach, jetzt mal im Ernst, Nate. Weißt du was? Du bleibst hier. Ich sehe mich mal um und gebe dir Bescheid, wenn ich auf die Crew treffe. Ja, genau. Mach das. Oh, warte mal. Das bewahrst du lieber auf. Okay. Ich glaube, das könnte echt anstrengend werden. Mhm. Wir haben alle Männer auf Medan gespielt und wir wissen alle, auf ein verlassenes Boot zu gehen, ist das Beste, was passieren kann. Kapitel 3, ein überraschender Fund. Und hier werden wir im nächsten Part weitermachen. Ich bedanke mich fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Es wird eher ein ruhigeres Let's Play, habt ihr ja gemerkt, ne? Ich kann hier einfach nicht so viel kommentieren, als wenn ich jetzt Resident Evil spiele. Aber ich freue mich hier wirklich drauf, es ist wirklich ein tolles Game. Und wir sehen uns im zweiten Part, wenn wir uns auf das U-Boot bewegen. Und eventuell finden wir tatsächlich Eldorado auf einem gestrandeten U-Boot mitten im Urwald. Bis dann und ciao.